Jetzt war ich doch tatsächlich wieder ein paar Tage unaktiv. Sorry dafür, aber ich hatte so einiges vorzubereiten, denn ich hatte jetzt mittlerweile meinen ersten Flug. Schön war's. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist in den letzten Tagen so einiges Interessantes passiert, was vor allem daran liegt, dass zurzeit die ja durchaus bekannte Paris Air Show läuft. Die gibt es alle 2 Jahre und für Airbus und Boeing ist das eine extrem wichtige Messe, denn dort nutzen sie die Möglichkeit, irgendwelche Neuerungen oder zum Beispiel auch neue Flugzeuge vorzustellen. Und wenn möglich, dann auch dort vor Ort eine große Menge an neuen Aufträgen für neue Flugzeuge zu generieren und das klappt auch eigentlich immer ziemlich gut. Aber diesmal, ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig, stellen die da einen A380 hin mit 5 Meter Winglets? Also, es gibt erstmal keinen A380 Neo. Wahrscheinlich, weil es für Airbus zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt keinen Sinn macht, noch viel mehr Geld in das Programm zu pumpen, weil man ist ja jetzt schon mit der jetzigen Version des A380 eigentlich voll hinter den Erwartungen geblieben, die man eigentlich an das Flugzeug hatte. Und die Nachfrage für das Schiff sieht jetzt doch eher gar nicht mal so gut aus. Aber irgendwas müssen wir doch machen, um die Nachfrage für das Flugzeug wieder so ein bisschen anzukurbeln. Man baut einen A380 Plus. Der soll so gewisse Vorteile mit sich bringen, unter anderem einen gesunkenen Spritverbrauch durch diese fast 5 Meter großen Winglets. Das sieht aus. Im Großen und Ganzen ist das natürlich kein neues Flugzeug, in keinem Fall. Aber man hat sich über den A380, der ja mittlerweile jetzt auch schon wieder 12 Jahre fliegt, so einige Gedanken gemacht und verpasst dem Flieger quasi ein Facelift. Zum Beispiel die Winglets. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie an das Teil tatsächlich solche Riesendinger dran geschraubt haben. Also die ersetzten die ja schon nicht ganz so kleinen Wingtip-Fences des eigentlichen A380 an den Flügelspitzen und sind mit über 4,5 Metern, das muss man sich mal überlegen, fast 5 Meter lang sind die Dinger. Aber gut, wenn es hilft, von außen war es das dann auch schon mit den Neuerungen. Und vielleicht denkt ihr euch jetzt das, was ich mir am Anfang auch gedacht habe, wer kauft sich denn den Mist? Aber Airbus hat sich wohl noch mehr Gedanken über das Flugzeug gemacht und man hat wohl hier und da Kabinenraum gefunden, den man deutlich effektiver nutzen kann. Sprich, zum Beispiel soll die Treppe, die ins Oberdeck führt, deutlich schmaler werden und dafür sorgen, dass etwa 20 Sitze mehr in das Flugzeug passen. Oder auch Sitzreihen mit 11 Sitzen in der Economy Class. Weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Immerhin ist das dann eine 3-5-3-Bestuhlung und wenn man da ganz in der Mitte sitzt, top. Aber gut, ich glaube, ihr habt das Prinzip verstanden. So hat man den A380 einfach ein bisschen aufgeräumt und sorgt dann so, laut Airbus, dafür, dass etwa 80 Leute mehr in diesem Flugzeug dann Platz haben. Das sorgt dann dafür, dass man die Pro-Kopf-Stückkosten pro Passagier oder halt auch den Spritverbrauch pro Kopf pro Passagier reduzieren kann. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn der Flieger und wenn diese zusätzlichen 80 Sitze dann tatsächlich voll sind. Außerdem werden die Wartungsintervalle des A380 Plus reduziert. Klingt ziemlich unspektakulär, ist es glaube ich auch, sorgt aber im Idealfall dafür, dass die Fluggesellschaften den Flieger nicht mehr ganz so oft in die Werft schieben müssen und das am Ende des Jahres spart es eine ganze Menge Geld. Dazu soll es dann noch einige Updates am Entertainment-System und ein Update für das Flight-Management-System des Fliegers geben. Das Maximum Takeoff Weight, also die maximale Startmasse des Fliegers, wird auch erhöht um etwa 3 Tonnen. Das bedeutet, dass man mit den zusätzlichen 80 Passagieren entweder genauso weit fliegen kann, wie es der jetzige A380 mit diesen 80 weniger Passagieren tut, oder man lässt als Fluggesellschaft die 80 zusätzlichen Sitze weg und kann dann laut Airbus mit dem Ding etwa 300 Meilen weiter fliegen, als es mit dem vorherigen Modell der Fall war. Und ihr merkt schon, so richtig haut einen das jetzt nicht um. Gerade weil man weiß, dass die Fluggesellschaften doch eher, bis auf Emirates, zu etwas kleineren und deutlich moderneren Flugzeugen tendieren. Der Airbus A380 oder auch die Boeing 747 sind Flugzeuge, die wirklich nur richtig gut funktionieren, wenn Airlines eine bestimmte Strategie fahren oder fliegen. Und diese Strategie besagt, dass man Drehkreuze der Fluggesellschaften verbindet. Zum Beispiel Strecken wie London-New York. Sowas funktioniert mit einem A380 ziemlich gut, weil man die Flieger einfach voll kriegt. Aber die Tendenz, das zeigt mittlerweile die Erfahrung, geht dann doch mehr dahin, dass die Fluggesellschaften, gerade weil es ja auch die Passagiere wollen, mehr Direktverbindungen mit noch moderneren, aber deutlich kleineren Flugzeugen anbieten. Also da macht eine Boeing 787 oder ein A350 mit gefüllten roundabout 270 Sitzen deutlich mehr Sinn. Vielleicht kommt die Zeit für die ganz großen Flugzeuge nochmal. Dann muss Airbus aber mit einem A380 Neo um die Ecke kommen. Der A380 Plus ist da glaube ich nicht so der Bringer und auch nicht das, was sich Fluggesellschaften wie Emirates wünschen. Die Winglets allerdings als Nachrüstsatz wahrscheinlich ganz interessant. Aber wer kauft das Ding denn sonst? Ansonsten erzähle ich vielleicht im nächsten Video noch mal ein bisschen mehr zu der Messe, die da von Montag bis Donnerstag in Paris stattgefunden hat und die überraschend gut für Boeing lief. Gut 560 Flugzeuge hat der US-Hersteller dort entweder verkauft oder Absichtserklärungen für die Flieger eingeholt.
Besonders gut lief da die dort vorgestellte 737 MAX 10. Also man merkt, allein United Airlines hat über 100 Stück davon bestellt. Man merkt, dass die Fluggesellschaften einen Ersatz für ihre Boeing 757 brauchen. Airbus verkaufte über 320 Maschinen und kam unter anderem auch mit ihrem A321neo zur Messe. Aber dazu, wie gesagt, im nächsten Video dann mehr. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.